Welcome to my world, where it's naturally my world of order to less, oder Konos, oder Profan, oder Extrae. Hier spricht der Money, der Sandman. Ich möchte euch zeigen, welche Profiles in Zukunft auf euch zukommen werden in Profile-Präsentation, in der Profile-Präsentationsreihe. Und zwar haben wir das erste Mal Atelier des Ors, Kyros Sacré, dann Yvra 1500, Elle sense the distance oder Distance. Dann Marc Oboni, Antonie Boris, Paris, Barrios, Enchilade, Parfums de Mali Haltane, Amouage Reflection 45, Brioni oder Parfums Intense. Punk 002 Barmann, Comporto Perfums Mosquito Man, Comporto Perfums Sela, Penhaligans, The Inimitable William Penhaligan, Taptik Tam Dao, St. John's Number 77, Cologne, St. John's by Rum, Aftershave Cologne, The Sita Moonlight in Chiang Mai, Nalik Les Compositions Parfumes Grey Moody Gold, Kachal Home, Kachal Sarif, Les Ox Primordiales Menaik Intuitive, Imaginary Authors O Unknown, Then History Brave, Try to Follow Me. Entschuldigung, wenn ich nicht alle ganz richtig korrekt ausgesprochen habe. Es sind noch neue Parfums und die Namen werden dann korrekt ausgesprochen, wenn ich die Parfums erhalten habe. Die habe ich mir bestellt und noch einige andere. Und zur Präsentation für heute habe ich vom Bottega Veneta Illusion, dieses hier, kommt in dieser Verpackung und es ist ein Vetiver-Duft, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, man könnte natürlich auf Atlantica gehen und nachschauen, welche Ingredienzen drin sind und welche Hauptduftakkorde es hat. Aber ich werde jetzt in diesem Video nur einen Spray machen in die Luft. Und es riecht einfach wunderbar. Ein bisschen grasig, ein bisschen erdig, ein bisschen moschusartig, ein bisschen animalisch, ein bisschen aromatisch, herbzitrisch. Und hat so einen edlen Flakon. Schaut euch den mal an, der ist so edel. Der schaut genial aus, finde ich. Der hat es echt in sich. Mit der Aufschrift Bottega Veneta Illusion. Ein wunderbares Eau de Parfum von Bottega Veneta. Gehört zu meinen Top Parfums, die ich habe. Als nächstes ist auch ein Top Parfum, La Chukavam von Rasasi. Kommt in dieser Box, die man so aufmachen kann, so in der Mitte, so, so mit der Aufschrift. Und zum Vorschein kommt dieser Flakon und riecht so. Sehr fruchtig. Dann Labdanharz oder Labdanum auch genannt, das Harz aus Zistrosen, Benzoin, Pflaume, Feige, vielleicht sogar Traube, aber sag nicht Feige, Traube. ein Insider von mir. Oder Outsider. Ah, na, einfach nur ein Spaß. Ein Spaß. Bei La Chukavam von Rasasi, ein traumhaftes Eau de Parfum. Legt es euch zu, wenn ihr wollt, und genießt es.
Preispunkt so um die 80 Euro. Oder günstiger. Nein, günstiger. So um die 70 Euro. Ich kann nachschauen für euch. €73,50 kostet das Blatt Chukawam von Rasasi. Jetzt auf Notino aktuell. Und das Bottega Mineta. Illusion kostet €74,50 zurzeit. Das kostet €74,75. Und dann haben wir noch einen Klassiker, Chopin Amber Malaki, natürlich total ambriert und also amberlastig. Vom Walfisch, die Kotze ist das, von den Seetang, die sie der Wal gegessen hat, oder den Meerespflanzen. Ist wirklich so, ist eine Ingredienz für Parfums. Riecht bezaubernd, weil es einfach ein Duftstoff ist, der sehr, sehr gut riecht im Parfums. Deswegen ist das nicht zu verachten, dass es vom Walfisch kommt, der Auswurf. Riecht auch fruchtig, aromatisch und geht ein bisschen ins Grüne geht es gar nicht so. Da geht eher noch Bottega Veneta ins Grüne, in die grüne Duftfamilie. Der Chukawam ist aromatisch, holzig, orientalisch. Chopin Amber Malaki ist, würde ich sagen, holzig, holzig, aromatisch. Ja. So, danke ich fürs Zuschauen. Das war's auch wieder bei der Plasma Gerusa, für die Plasma für alle zuletzt und der Konosa der Parfum der Extra. Wo ich immer sage, welcome to my world, where it's naturally my world of all the toilets und scents und Dufte und Releases and Brands and new houses and new perfumes and new news about perfumes. Also danke fürs Zuschauen. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr noch nicht habt, und wenn ihr schon habt, danke für die Treue und bleibt weiterhin gut drauf und riecht weiterhin gut. Also, ciao.